Ist das an? Ist das an? Hast du schon hier geduckt? Ist das schon an? Das ist an, du. Das ist an. Willkommen zu meinem Video-Feed. Ich freue mich doch nicht so. Mitten auf Ortsleben. Hallo, der Paco ist auf 10 putzen und wir haben jetzt hier schon ein bisschen zusammengepackt. Wem gehören die? Paco. Achso, ich dachte, vielleicht kannst du verkaufen. Ja, also die kann man verkaufen. Falls jemand Bock hat auf Pacos Socken. Warum sind wir hier überhaupt, Oschersleben? EDM-Wochenende, um zu zelten, ja. Das macht ihr super. Und was habt ihr hier für Fusch betrieben? Hallo, hör auf, das zu zeigen. Wenn meine Schwester das Video sieht, kriege ich Ärger, weil sie die Heringe nicht mitkriegt. Hier, mit Guckloch. Ja, dann werden wir jetzt mal einparken. Wir sind durch. Da hinten ist das Gate zum Campingplatz. Und hier sehen wir schon ein Stück Strecke. Und da oben, wo die Tribüne, jetzt sieht man gar nichts. Oh, da die Brücke, ja, die gehen wir gleich rüber. Und da die Tribüne, wo ist sie? Ich sehe gar nichts, das ist ganz klein. Da hinten, moin, hi. Da saßen wir gestern und haben uns das alles angeguckt. 300er, Yamaha R7 Cup und so weiter und so fort. Die ganzen Rennen, war ein richtig geiler Tag. Ne? Familie Flotter beim Campen. Und dann hatten wir nicht mal Strom auf dem Camp. Dann sind wir gestern noch 70 Euro bezahlt. Ohne Toilette. Ohne Toilette. Das musste noch mal extra bezahlt werden. Was wir nicht gemacht haben, natürlich. Kurz nach 11 irgendwie so geht's los. Denn ich bin richtig aufgeregt. Ich bin heute Grid Girl. Tony Finzebusch. Freue mich mega. Den habe ich kennengelernt letztes Jahr in Oschersleben, als ich hier selbst gefahren bin. Da war er Instructor. Nicht von mir, aber von den anderen Gruppen, von den schnellen Gruppen. Hey, und dann geht's los. Krieg ich ein Shirt, krieg ich einen Schirm. Und die Vibes, direkt beim Fahrrad zu stehen, krass. Also die Emotionen aufzunehmen, das ist der Wahnsinn. Ich liebe das. Ich finde das richtig geil, generell den ganzen Tag hier die ganzen Vibes aufzunehmen. Und jetzt kommen wir hier gerade den Tunnel raus. Und das ist die Tribüne von der Hasseröder. Und hier ist die Kurve. Die rasende Reporterin ist hier schon am Start. Und jetzt gönnen wir uns mal ein Plätzchen da oben irgendwo. 16. Position für Moritz Jenkner mit der Startnummer 96. Johann Flammern mit der 11 ist Zweiter und Anne. Gegen uns hier. Oh, da ist Mädels. Absolut irre, was hier los ist. Ich war da gerade auf der Tribüne, Hasseröder. Jetzt muss ich mich beeilen, 10.30 Uhr muss ich da sein für das nächste Rennen. Und dann geht das ab. Ich habe richtig Bock. Ich muss mich noch schnell beeilen, dass ich da hinkomme. Bock 16. Ich freue mich. Schirm halten, Toni anfeuern. Geile Nummer. Mädels liefert hier gerade schon wieder richtig gut ab. Hammermäßig, ey. Geiler Tag. Hier kommen sie gerade vorbei, gedonnert. Da oben stehen ganz viele. Ich hätte trotzdem erwartet, dass es irgendwie voller ist, aber da kommt noch einiges. Und hier sind jetzt die Boxen, die Paddocks. Junge, viel zu schnell. Nichts gesehen hier. So, da sind jetzt die ganzen Boxen. Box 16, da muss ich jetzt hin. So, jetzt sind wir schon. Jetzt 56, weil es gar nicht mal irgendwas zu hören hat. Da steht die geile Maschine. Da geht es schnell los. Die Toni ist noch nicht da, ist nicht jung. Aber eine schöne. Das meldet mich aus der Pause. Richtig krasse Scheiße. Oh mein Gott, was da abgeht, was da für Emotionen sind. Alle kommen wie die Fliegen, machen das Motorrad fertig. Ultra krass. Ich habe, glaube ich, einen Puls für alle drei zusammen. Ich würde so gerne mitschrauben, irgendwas machen und so. Jetzt habe ich hier in der Pause Motocrumb-Roller hier. Allerfeinstes Material gespottet. Juhu. Jetzt gehen wir hier ein bisschen rum und dann geht es gleich weiter. Nächstes Rennen, also Toni hat den Pace 4 gemacht. Mega krass, ultra stolz. Und Patrick Hobitzberger hat 5 gemacht. Das heißt, die mit den Regeln und so weiter und so fort starten die auf Platz 1 und Platz 2. Und das wird richtig krass um 3. Die Sonne bratzt ohne Ende. Ich habe jetzt hier Sandy Palo und Pago wieder getroffen. Die gehen jetzt gerade mal zur Siegerehrung. Da schließe ich mich doch direkt mal an. Da muss ich zurück in die Box. Aber ganz ehrlich, so geil. Ups, fällt mir die Brille runter hier. Mit dem Pass kann ich überall hin.
Es ist richtig krass. Also ganz ehrlich, neben dem Fahrrad zu stehen, die Emotionen mitzunehmen beim Start ist so krass. Und also Pace 5 ist Toni gestartet, wo ich den Schirm gehalten habe. Und ich konnte so durchgucken und dachte, ja, da zwischendurch, geradeaus Schuss. Also innerlich, das Feeling geht richtig ab. Da geht's richtig rund. Und ich kann es gar nicht abwarten, gleich in die Box zurückzugehen. Mega geile Leute, die man kennenlernt. Also da kommt es auf jeden an. Jeder hat seinen Job. Und es ist so krass, das zu sehen. Ich würde gerne mithelfen, aber stehe dann da und halte den Schirm halt, ne? Es ist so geil, unfassbar. Da sitzen meine drei Cuties, die machen Fotos von der anderen Seite. Dann erzähl mal. Das hier ist die Schaltzentrale, also von hier wird alles organisiert, was auf der Strecke passiert. Hier sitzen die Mitarbeiter der Streckensicherung hier vorne, die also diese ganzen Kameras bedienen. Dann gibt es eine Leiterstreckensicherung, da sitzen die Rennleitung dahinter. Ich sitze hinten, mache den Videostream. Ja. Und teilweise kommen hier noch von den einzelnen Cups die Leute dazu. Hier wird im Prinzip der Streckenbetrieb überwacht. Hier schaut man sich an, gibt es einen Frühstart, gibt es irgendwelche Probleme, ist irgendwie ein sportliches Problem. Also hat irgendjemand sich unsportlich gegenüber einem anderen verhalten. Jeder Bereich dieser Strecke ist videoüberwacht. Wir können hier die Kieselsteine rausziehen. Krass. Es gibt hier während der Rennen gibt's eine medizinische Einsatzleitung. Also es gibt einen Notarzt, der hier sitzt, der auch eine Notarztausbildung hat, der sich mit Hochgeschwindigkeitstraumata auskennt, also der nicht irgendwie etwas macht, sondern genau das Thema da genau kennt, der über eigene Kanäle diese notärztliche Versorgung koordiniert. Wir gucken uns dann Videos an und sagen, wie ist denn der Sturz eigentlich zustande gekommen, schaut sich genau an, was ist das, und wir entscheiden von hier oben auch, geht derjenige ins Medical Center, auch wenn der sagt, und sagt dann halt eben, ich bin doch total super, ist doch kein Problem. Dann zu sagen, alles klar, wir glauben das nicht, du wirst mal kurz durchgecheckt. Also wenn ihr beim Motorradfahren auf der Straße die gleiche Form von Sicherheit haben wollt, dann müsst ihr beim DRK vor die Tür fallen und nicht mal die sind zu schnell. Das ist echt heftig, ne? Boah. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Die nächste Gruppe. Ja, ach so, oh. Danke dir, ne? War richtig geil. Ciao, ciao. An allen vorbei vor Nummer 32 auf 14 und hier unser Jan Passhöhr, die ganz herzlich zu sein. War das ein geiles Wochenende. Ey, ich glaube, ich penne gleich hardcore erstmal die 3 Stunden auf dem Weg nach Hause. Geil, dass ihr mit dabei wart, was wir alles gesehen haben und gemacht haben. Wir waren hautnah live mit dabei. Es war endgeil, muss ich wirklich sagen. Es war so krass. Ich bin absolut geflasht und deswegen wird es definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich freue mich, dass ihr am Start wart, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Abo und ein Like da. Freue ich mich mega drüber, und für mich geht es jetzt ab nach Hause. Also, kurz auf die Nuss.